Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der größte Bäderbetrieb Europas, die BBB GmbH, steckt in einer tiefen Krise. Und diese Krise ist hausgemacht. Täglich erfahren wir von kurzfristigen Schließungen von Bädern. Das Kurssystem ist zusammengebrochen. Wenn man heute anguckt, gibt es Meldungen aus Wilmersdorf. Das Stadtbad Tempelhof ist ständig betroffen. In der Wuhlheide, das Bad wird regelmäßig, unregelmäßig geschlossen und so weiter. Wochenendöffnungszeiten fallen aus. Sonntags wird an vielen Stellen gar nicht mehr geöffnet. Das, was wir hier wollen, Bäder für alle, und zwar von 6 bis 22 Uhr, ist schon lange nicht mehr gegeben in dieser Stadt. Und das ist ausgesprochen ärgerlich. Das Bäderkonzept hat sich nicht bewährt. Es muss neu erarbeitet werden, gemeinsam mit den Regionalbeiräten und mit den Bezirken, nicht über deren Köpfe hinweg. Das Leitbild der Bäderbetriebe, was vorgestellt worden, wird zunehmend lächerlich. Ja, es ist zynisch, ein Leitbild zu entwickeln, wenn Bäder nicht öffnen. Die Geschäftsführung scheint überfordert. Ich wünsche dem neuen Geschäftsführer, der heute hier irgendwann im Hause sein wird, alles Gute, und ich wünsche ihm vor allem Durchsetzungsvermögen, damit sich etwas ändert. Denn der Aufsichtsrat und vor allem auch der Vorsitzende haben bisher zu wenig agiert. Sie haben nicht reagiert auf die Probleme, die es in den Bäderbetrieben gibt. Sie sind schwerfällig, sitzen Probleme aus. Immer mehr wird offensichtlich, dass die Geschäftsführung nicht sehen will, dass das Personal im Badbetrieb, also an der Basis der Bäder, den Herausforderungen nicht gewachsen ist. Und dennoch wird weiter Personal abgebaut. So gab es 2014 noch 571 Angestellte in den Bädern. 2015 waren es nur noch 564. Und das, obwohl drei Bäder neu wieder ans Netz genommen worden sind nach der Sanierung. Und das, obwohl auch Mittel im Doppelhaushalt jetzt zur Verfügung stehen. 4 Millionen Euro würden durch das Parlament zur Verfügung gestellt, um auch Personal einzustellen, und nichts passiert. Die Verwaltung aber wird aufgestockt. Das ist ärgerlich, von 72 in 2014 auf 97. Und auch im Plan 2016 wird weiter aufgestockt. Darunter sind auch außertarifliche Einstellungen, sei nur am Rande bemerkt. Das geht nicht an. In den Bädern werden Facharbeiter, Fachangestellte für Bäderwesen benötigt. Dafür muss man ausbilden, dafür muss man Situationen schaffen, wo Ausgebildete auch in Bädern bleiben können. Das findet bei den Bäderbetrieben nur im Einzelfall statt. Und man muss sich nicht wundern, dass es auch kaum noch Angebote gibt, dass Leute hier arbeiten wollen. Zu wenig Personal an diesen Stellen hat natürlich viele Auswirkungen. Da ist einmal die Vernachlässigung der Aufsicht in den Bädern. In Marzahn gab es einen schwerwiegenden Unfall. Letztlich sind es die Angestellten, die das ausbaden müssen. Die Vernachlässigung von Möglichkeiten, Einfluss auf die Einhaltung der Hausordnung zu nehmen, findet statt. Also wer überlastet ist, kann nicht mehr auf die Hausordnung in den Bädern achten. Es finden Einschränkungen bei Beachtung von Hygiene und Sauberkeit statt. Auch das muss Personal nebenher leisten, neben Aufsicht und Kassenwart und Technikwartung. Es gibt Einschränkungen in der Betreuung von Baden, sei es bei Kindern, sei es bei Senioren, Menschen mit Behinderung. Das alles müssen die Angestellten leisten, aber sie werden nicht entsprechend mit der Personalstärke unterstützt. Folge ist, dass Stammkunden in den Bädern ausbleiben. Man ist unzufrieden, man kommt nicht wieder hin. Es sind also geringere Besuchszahlen, das ist nachweisbar. Wir wollen mit unserem Antrag, ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten, gegen diesen Sog in den Bäderbetrieben arbeiten. Wir hoffen und wünschen, dass auch die Koalition das mitträgt, dass wir gemeinsam das als Ausschuss morgen oder in einem der nächsten Ausschüsse beschließen, damit wir die Geschäftsführung der Bäderbetriebe zwingen, mehr Personal vor Ort einzustellen, mehr Bäder für die Leute, die in den Bädern die Menschen, die Angestellten brauchen. Ich werbe darum, dass Sie diesen Antrag der Linken unterstützen. Und morgen werden wir uns darüber auseinandersetzen. Nochmals.